Gibt es denn auch etwas für das große Kind im Manne? Da haben wir sogar sehr viel. Ja? Das fängt zum Beispiel bei Vollmetall-Crawlern an, die wir da vorne am Stand stehen haben. Können wir gerne hingehen. Gerne mal hingehen, genau. Ja, die sind durchaus größer. Da haben wir hier zum Beispiel, so viel sehe ich schon, die High-End-Bereich-Klasse im Scaler-Bereich. Hm? Hier haben wir einen Tatra. Der ist ausgerüstet mit Originalachsen, Einzelfederung, Zweigangschaltgetriebe. So kennt man es auch aus der Autowerkstatt, oder? Das sind klassische Achsen. Das ist der Scale High-End-Bereich für das große Kind immer. Ne? Okay. Hier ist generell bei unserer Crawler-Serie, die ganzen Fahrzeuge sind alle Vollmetall. Okay. Sehr hochwertig. Sogar die Getriebe sind schräg verzahnt, wie man es sonst eigentlich nur bei höherwertigen Bauteilen im Fahrzeugbereich kennt. Wenn Sie sagen, das besteht alles aus Metall, ist es wahrscheinlich auch ganz schön schwer. Darf ich einmal hochheben? Das ist sehr schwer. Einfach. Von wie viel Kilo sprechen wir hier? Das sind über 10 Kilo. Ja, also für so ein Modellauto, was es ja am Ende trotzdem noch ist, ein ganz schönes Gewicht. Wen sprechen Sie damit an? Wer ist ein Fan von einem solch großen Offroad-Gefährt? Es gibt in Europa eine ziemlich große Crawler- und Scaler-Szene. Das sind alles diejenigen Personen, denen normale ferngesteuerte Autos einfach zu aufreibend sind. Man hat vorbildgetreue Offroad-Fans, zum Beispiel gerade bei Land Rover-Fahrern, die Fender-Fahrer. Die wünschen sich einfach Modelle, auch mit denen die fahren können. Also es gibt einen sehr mit großen, denen man auch mal richtig durch den Dreck wühlen kann, oder? Schlamm, Matsch, das gehört dazu. Sehr hohe Steigungen. Die Fahrzeuge sind genauso steigfähig wie die Originale, teilweise sogar noch besser. Das heißt, so dieses Terrain, was Sie hier auch gebaut haben mit diesen Strukturen, ist ohne würde einem solchen fahrbar, Auto aber auch machen. Steigungen von 45 Grad aufwärts. Okay. Das ist ein richtiges Offroad-Auto. Genau. Kann man so sagen. Genau. Wahnsinn. Hm.